ihr Lieben, und herzlich willkommen zu Kunstorte, einer Aktion von Nordwärts. Ich bin Simi und ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Heute nehme ich euch mit ins Inarium nach Dortmund-Huckade. Das ist ein Museum für Computer- und Videospielkonsolen. Und im zweiten Teil werden wir kreativ dazu arbeiten. Wir machen gemeinsam Pixelart. Seid gespannt! Das ist das Inarium von außen. Es befindet sich im Dortmunder Stadtteil Huckade. Offiziell eröffnet wurde es im Jahr 2016. Es befindet sich in den Räumen einer ehemaligen Ruhrkohleimmobilie unweit der Zeche Hansa. Und ihr könnt es kinderleicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln auch erreichen. Der Bushof ist nur 2 bis 3 Gehminuten entfernt. Und schaut mal, da rechts vom Eingang des Binariums, da seht ihr das Kaffeenetzwerk. Und hier gibt es sogar einen Außenbereich, einen kleinen Biergarten. Hier kann man nach einem Museumsbesuch beispielsweise nach Herzenslust noch einen Kaffee oder ein kühles Getränk genießen. Inarium? Das Wort kenne ich gar nicht. Ihr? Was kann das sein? Ich habe nachgefragt. Das Inarium ist ein Museum für persönliche Computer- und Videospielkonsolen. Und entsprechend hat sich auch der Name ergeben. Bin erinnert an binär und das ist die Arbeitsweise von Computern, nämlich an oder aus, 0 oder 1. Und Arium bezeichnet einen bestimmten Ort oder eine Sammlung. So ist der Name recht treffend, findet ihr nicht auch? Also jetzt bin ich aber neugierig. Was verbirgt sich wohl hinter dieser Tür? Möchtet ihr auch mit reinschauen? Dann kommt mit, wir gucken mal rein. Das Inarium stellt euch Computer und Spielkonsolen der letzten 40 Jahre vor. Also wundert euch nicht, wenn ihr ins Inarium kommt, mit euren Eltern oder vielleicht mit eurer Tante oder eurem Onkel, dass ihr viele O's und A's hört. Denn die Computerspiele, die ihr hier in den Regalen seht, stammen aus der Zeit, als eure Eltern oder Verwandten noch ganz klein waren. Diese Spiele waren in der Kindheit eurer Eltern oder Verwandten total beliebt. Die Spiele wurden gehütet wie ein Schatz. Und vielleicht kennt ihr den Ausspruch von Khalil Gibran, was man als Kind geliebt hat, das bleibt im Besitz des Herzens bis ins hohe Alter. Es erwarten euch coole Flipperautomaten. In den Regalen stehen Spielkonsolen von früher. Und ihr entdeckt, wie viele unterschiedliche Joysticks und Game Controller es in den letzten Jahrzehnten gab. Schaut mal, dieses Lenkrad oder diese Pistole. Cool, oder? Spannend finde ich auch diesen riesigen Computer. Könnt ihr glauben, dass heute hauchdünne Laptops mehr leisten können, mehr speichern können und schneller sind als dieser riesige Rechner? Und denkt mal an euer Handy. Übrigens, im Inarium gibt es sogar eine 3D-Brille. Wenn man so eine Brille aufsetzt, kann man in einen dreidimensionalen Raum nach oben und unten und rechts und links schauen. Und es scheint dann so, als würde der Raum einen tatsächlich umgeben. Und selbstverständlich könnt ihr im Inarium die Welt der Spielkonsolen der letzten 40 Jahre auch hautnah erleben. Das Inarium ist nämlich ein Ort zum Mitmachen und Ausprobieren. Denn an über 20 Tischen sind 20 Spielstationen mit Computerspielen aufgebaut. Fast in jedem der 5 Ausstellungsräume des Inariums findet ihr eine solche Spielstation. Und hier kann sich wirklich jeder Besucher nach Herzenslust austoben. Übrigens, auch ein wiederholter Besuch des Inariums lohnt sich, denn das Inarium stellt immer im Wechsel neue Spiele zur Verfügung. Du
findest zum Beispiel Jump-and-Run-Spiele, Geschicklichkeitsspiele, Actionspiele und vieles mehr. Hier kannst du virtuell springen, hüpfen, joggen, jagen, rennen. Kurzum, du findest hier alles, was dein Spielerherz begehrt. Du kannst im Binarium alte und neue Spiele entdecken. Und vielleicht wird dir auffallen, dass die Spiele mit der Zeit immer wirklichkeitsnäher und detailgetreuer wurden. Am Beginn der Ära Computerspiele waren die Spiele ganz simpel aus kleinen Punkten oder Linien aufgebaut. Heute kannst du dich in toll gestalteten Landschaften umsehen. Und du kannst dich viel freier bewegen. Und natürlich kannst du in manchen Spielen sogar deine eigene Spielfigur selbst gestalten. Ist das nicht cool? Und soll ich euch mal was verraten? Im Binarium hat sich sogar eine Katze versteckt. Glaubt ihr mir nicht? Schaut mal hin. Ja, richtig. Ihr kennt die Katze alle. Es gab auch ein Hello Kitty Computerspiel. Und diese Playstation? Ganz rosa. Freundlich sieht's aus, oder? Ist das nicht süß? Es macht den Spielern und Spielerinnen einfach großen Spaß, sich mit den verschiedenen Charakteren zu identifizieren. Besonders beliebt ist natürlich auch das FIFA-Spiel. Kennt ihr sicherlich. Ruckzuck bist du zum Fußballhelden oder zur Fußballheldin und spürst beim Abschuss das Adrenalin in deinen Adern pochen. Wenn man übrigens ganz nah an einen alten Bildschirm herangeht, kann man diese Pixel bis heute entdecken. Ein Bildschirm ist nämlich aus einzelnen Pixelquadraten aufgebaut. Das sind kleine quadratische Bildteile. Und je nachdem, wie die Quadrate gefärbt sind oder nicht gefärbt sind, entsteht in der Entfernung das Bild. Je mehr kleine Pixel so ein Bildschirm hat, desto höher ist die Auflösung. Das bedeutet, desto schärfer wird das Bild, das du siehst. Also desto weniger erkennst du, aha, da ist wieder ein einzelner Pixel. Und ihr könnt heute mit mir eure eigenen Pixel-Kunstwerke erfinden. Seid gespannt! Ich würde euch für den Start unserer Arbeit heute empfehlen, dass ihr etwas malt, was ihr wirklich gut malen könnt. Nehmt euch einen Stift und los geht's. Nehmt eine einfache Figur. Das kann zum Beispiel ein Smiley sein oder ein Haus. Vielleicht sogar mit einem Schornstein oder ein Auto. Oder ein Stuhl. Oder ein Herz. Überlegt euch selbst, was ihr gerne malt. Was euch keinen Stress bereitet beim Malen. Das ist das A und O. Und macht euch einfach mal ein paar Skizzen. Und dann könnt ihr in Ruhe nachher aussuchen, was euch am besten gefällt. Oder natürlich auch alles malen. Ja? So, ihr nehmt euch jetzt einfach ein kariertes Blatt. Wenn ihr keins zu Hause habt, ihr könnt es ganz einfach auch ausdrucken am Computer. Wer Lust hat, kann natürlich auch Millimeterpapier ausdrucken. Da sind die kleinen Quadrate noch viel, viel kleiner und ihr könnt noch genauer malen. Das ist dann schon ein bisschen was für Fortgeschrittene. Überlegt, was euch Spaß macht. Ja? So, dann nehmt ihr euch ein kariertes Blatt und ihr überlegt, welche Sache möchte ich jetzt malen und welche Farbe hat diese Sache. Und genau für diese Farbe entscheidet ihr euch. Bei mir ist das jetzt orange. Ich möchte ein Herz machen zum Start. So.
Wenn das Herz ein bisschen schief und krumm ist, ist das nicht schlimm. Also macht euch nicht zu sehr den Kopf. Und ihr seht jetzt, das Herz ist einigermaßen richtig. Wenn eine Linie nicht stimmt, macht ihr einfach die richtige Linie daneben. Alle Felder, die jetzt von der Linie berührt werden, die malt ihr aus. Jedes dieser Quadrate malt ihr aus. Und jetzt könnt ihr die Innenseite des Herzens nach Herzenslust gestalten mit euren Lieblingsfarben. Ihr dürft natürlich auch Filzstifte verwenden. Das erinnert ein bisschen an Mosaike der Römer. Dazu gehört viel Geduld. Und so bekommt ihr ein bunt schillerndes Herz. Ihr Lieben, das war's für heute. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Ich hoffe, die Aktion konnte ein kleines Lächeln auf eure Gesichter zaubern. Bitte schenkt uns einen Daumen hoch und teilt das Video mit all euren Lieben, denn dafür sind die Videos gemacht. Bitte schickt uns eure Bilder auf meiner Internetseite www.simonesonnentag.de. Da gibt es einen Upload-Button und mit wenigen Klicks könnt ihr die Fotos eurer Kunstwerke hier hochladen. Wir würden uns wirklich riesig darüber freuen, denn wir planen im Sommer eine Online-Familienkunstausstellung auf den Seiten von Nordwärts. Wir sehen uns wieder nächste Woche, dann geht es um das Hirschmuseum in Dortmund und ich werde euch wieder mit einer besonderen Aktion überraschen. Ich freue mich auf euch. Bis dann, eure Simi. Tschüss!